Hallo und herzlich willkommen bei FOTO-TV News. Und wir starten mit einem Insider, den der ein oder andere vielleicht von euch versteht. Ihr habt den Knopf gedrückt und wir machen den Rest. Wer das verstanden hat, der weiß, dass es heute ums Thema Kodak geht. Genauer gesagt Kodak Alaris. Und ich habe einen Studiogast, nämlich Lars Fiedler von Kodak Alaris. Produktmanager, EMEA. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Genau, für alle Produktgruppen, für Film, Papierprodukte und die Fotokioske. Also der große Boss von allem. Alles, was Kodak Alaris angeht. Und da ist die erste Frage, wir kennen alle Kodak aus guten analogen Zeiten. Jetzt sind eigentlich digitale Zeiten. Kodak ging es nicht so gut. Was ist Alaris? Kodak Alaris ist quasi, sind zwei Teilbereiche aus dem Mutterkonzern Eastman Kodak, die rausverkauft wurden und unter dem Brand, Subbrand von Kodak Alaris quasi als firmieren, als Unternehmen zusammengekommen sind. Das ist zum einen eben, wie Sie es angesprochen haben, der traditionelle Fotobereich, so nenne ich es mal, also Imaging bei uns genannt. Alle Filmprodukte, Papierprodukte inklusive Chemie, eben auch diese Sofortprint-Terminals, die Sofortprint-Produkte, Mobile-Apps mit dabei und auf der anderen Seite gibt es einen zweiten Bereich, der rein B2B ausgerichtet ist, Information Management, Datenhandling, Datenverarbeitung, Scanner und derartige Lösungen. Also mich interessiert natürlich der analoge Bereich. Ja. Der eine oder andere von euch weiß, ich habe Stunden, Tage, Wochen in Dunkelkammern verbracht. Dann kam das große Tal der Tränen und alle haben gezittert, welcher Film wird demnächst verschwinden, was werden wir in Zukunft überhaupt noch haben. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute so, dass Sie hier sind und dass es Kodak gibt, denn wir bemerken ja so ein kleines bisschen, dass das wieder kommt. Ne? Analog ist wieder ein Thema. Richtig, ja, ist schon so und ich habe auch gleich mal, um das zu bestätigen, dass die Filme noch existieren und da sind, Ihnen was mitgebracht. Zwei Produkte, die besonders, aus unserer Sicht besonders erfolgreich laufen, der All-Time-Classic, der Tri-X, seit über 60 Jahren am Markt und der Newcomer im Vergleich dazu, der Ekta 100, der Film, den wir als letzten neu gebracht haben. Krasses Gegenteil, ganz scharf, feinkörnig, der Tri-X mit bewusstem Korn, dem beliebten Korn. Ja, das ist hier kein Magnum-Fotograf, könnte hier darauf verzichten. Ganz genau. Das ist der Film überhaupt. Das ist absolut richtig, ja. Und die ganzen Ikonen, also Fotografie-Ikonen sind, ich möchte mal behaupten, zu 90% plus auf dem Tri-X gemacht worden. Ja. Also das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, dass das hier weiterhin steht. Denn richtig. Man hat natürlich ein Sterben gesehen, kann man wirklich so sagen, an Produkten, wo man sich gefragt hat, wird es nachher überhaupt noch weitergehen? Ich selbst habe mit Planfilm gearbeitet, bis hoch zu 8x10-Inch. Wie sieht es denn da aus? Gibt es nach wie vor auch noch. Wobei auch da, sagen wir mal so, um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, vielleicht noch ganz kurz, Filme gibt es nach wie vor noch und wir haben auch, denke ich, über die letzten zwei Jahre bewiesen, dass das Portfolio bis auf einen Film, einen Nischenfilm gehalten wurde, also seit wir unter Kodak Alaris firmieren. Das heißt, keine Sorge, dass es da zu einem Sterben kommt oder wir das Portfolio ausdünnen. Wir sind absolut daran interessiert, das festzuhalten, daran festzuhalten an dem Portfolio. Es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, in Abhängigkeit der Nachfrage. Ja, wir wollen eine Nachhaltigkeit haben in dem Portfolio, das wir anbieten. Wenn jetzt da die Nachfrage an einem Film, dann nenne ich den einen, der BW400CN, wirklich von der Klippe runterfällt. Also wirklich, das war der Farbfilm, der schwarz-weiß entwickelt hat. Ganz genau. Und Schwarz-Weiß-Film im C41-Prozess. So. Genau. Dann muss man dann auch sagen, okay, da ist keine Nachfrage mehr, um den nachhaltig und zu vernünftigen Preisen anbieten zu können. Dann kommt die Entscheidung, die uns nie leicht fällt, aber dann wird eben auch mal was gestrichen. Aber das ist jetzt ein einziger. Ansonsten ist das Portfolio über die letzten Jahre wirklich stabil geblieben, inklusive der verschiedenen Formate. Wobei man, um auf die zweite Frage zurückzukommen, Planfilm 4x5-Inch ist absolut das dominante Format, war es schon immer. Mhm. Und das ist auch heute mit Abstand das am stärksten nachgefragteste. 8x10 haben wir aber auch noch im Programm. Das wird dann nur auch andere Formate im Übrigen, 5x7-Inch oder 13x18. Das wird dann auf Nachfrage produziert. Also verschiedene Partner von uns ausgewählte bestellen es dann auf der Basis von Sammelbestellungen. Okay. Produziert wird das Ganze dann wo? In Rochester nach wie vor. Okay. Also das ist unverändert geblieben. Das ganze Know-how, das dort existiert, fließt weiterhin wie die letzten 175 plus Jahre in die Filme rein. Okay, also das muss man mal sagen. Das ist jetzt nicht nur, dass sich jemand den Namen gekauft hat und dann auf irgendwelche chinesischen Produkte das draufklebt, sondern Richtig. Das ist, wenn ich hier Tri-X habe, wo Tri-X draufsteht, ist auch Tri-X drin. Ja,
Absolut. Und das ist auch nochmal der Punkt, ganz wichtig, die zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, wir wollen hochqualitative Produkte weiterhin am Markt anbieten, weil wir die Nachfrage sehen und bieten es deswegen auch gerne an. Aber es ist schon richtig, wir haben quasi, wie soll man sagen, die Wurzeln der Eastman Kodak oder von Kodak, die leben weiter in Kodak Alaris, wenn man so will, mit den Filmen, mit dem Papier, aber auch neueren Lösungen. Guck mal, wie er da so steht und das erzählt. Ich habe das Gefühl, da ist auch noch eine richtige Portion Stolz dabei. Das ist immer noch drin. Ne? Das ist ja nun die Überfirma gewesen. Und jetzt schön, dass es weitergeht. Ne? Absolut. Ja, und wir freuen uns auch, dass die Nachfrage da ist. Ja, wie Sie auch gesagt haben, es gibt so, ich will es jetzt nicht unbedingt einen Trend nennen oder einen Hype nennen, aber die Nachfrage ist verstärkt wieder da. Interessanterweise auch gerade bei Zielgruppen, die, also bei Jungen, also den Digital Natives unter anderem, digital groß geworden, die den Film für sich entdecken und ausprobieren wollen. Also von der Aufnahme bis hin zum Print auf Fotopapier, Echtfotopapier, aber auch die Arbeit in der Dunkelkammer. Also das ist schon ganz interessant. Wie arbeiten die Leute? Ich hatte das Gefühl, viele Leute würden wieder analog fotografieren, weil sie da diese Langsamkeit schätzen, und selektiveres Arbeiten und diesen Look, vor allem der Filme wie Portra und so, den man einfach so digital natürlich annähern kann, aber nicht so ganz hinkriegt. Ja. Sehen Sie auch, dass die Leute wieder in die Dunkelkammer gehen? Ja, also zum ersten Mal möchte ich bestätigen, den ersten Trend, den Sie genannt haben, sehen wir absolut. Gerade die Jungen sind verstärkt die letzten Jahre, kommen zu Events, auf denen wir sind, auf Messen, Fotokina oder andere kleinere Events und fragen nach Filmen, fragen, gibt es noch Filme, welche Filme habt ihr, was kann ich ausprobieren, was sind die speziellen Eigenschaften, weil sie eben gerade diese verschiedenen Looks auf natürliche Art und Weise erzielen wollen. Die Langsamkeit auch, also ist ganz interessant, dass die quasi das Alte als das Neue für sich entdecken. Ja? The old is the new. Also für die, das ist schon sehr interessant. Es ist sicherlich so, dass die in den meisten Fällen digitalisiert wird und dann auch gegebenenfalls nachher trotzdem ausbelichtet auf Echtfotopapier. Es ist aber auch so, dass wir über das letzte Jahr einen Trend festgestellt haben zu mehr und mehr kleinen Dunkelkammern, die wieder eingerichtet werden. Also ist auch interessant, ja, und ist fast schon der logische nächste Schritt. Also die wirklich die Langsamkeit, Entschleunigung bei der Aufnahme, aber dann auch bei der Verarbeitung, um wirklich das von A bis Z, das analoge Erlebnis zu haben. Gehen wir noch mal ein paar Produktnamen durch. Da gibt es natürlich Trinix haben wir gesehen, wir haben den Ektar gesehen. Ja. Wie sieht es aus mit T-Max-Filmen? T-Max 100, T-Max 400, Kleinbild, Rollfilm 120er und Planfilm nach wie vor. Und Portra natürlich, haben Sie schon angesprochen. Und da den 160er, den 400er und den 800er. Das ist ein komplettes Programm. Genau. Kodachrom? Nee. Der ist leider, das war ja auch zugegebenermaßen das schon unter Eastman Kodak, ne? Lange angekündigt. Und der ist einfach aufgrund der sehr komplexen, auch nicht gerade umweltschonenden Verarbeitung nachher und Entwicklung vor allem auch eingestellt worden. Ja. Eine Schweigeminute, obwohl dafür haben wir jetzt keine Zeit. Aber es geht weiter, das haben wir gesehen. Wie sieht es denn auf der Dunkelkammerseite aus? HC 110? Geht es weiter, ja? Genau, ja. Also Chemie, das volle Portfolio und eben auch die Papiere dann entsprechend. Bei den Papieren noch ein bisschen ausführen. Haben wir Multigrade-Papiere oder wie wir bei Kodak heißen? Ja, also wir haben verschiedene Papiere. Consumer-Bereich, muss dazu sagen, alles von der Rolle. Also das heißt nur über Labopartner. Also geschnittene Papiere, gut. Gibt es auch von verschiedenen Anbietern, aber jetzt nicht von uns direkt. Ja. Wir haben da einmal das Edge-Papier und das Royal-Papier, also Edge so Einsteigerpapier, Royal schon das bessere Higher-End-Consumer-Papier und dann insbesondere natürlich die Profi-Materialien, Endura Premier in verschiedensten Oberflächen, Glossy Luster, Matte, Metallic, sehr interessantes Produkt und nicht zu vergessen das neue Canvas. Endura Premier Canvas, das wir gelauncht haben mit einer Leinwand-Haptik und Optik. Eine Menge. Also das ist schon ein volles Regal, ja? Ist schon so, ja. Wo kommt man gut ran? Sie sagen immer so, Partner, darf man da welche nennen? Oder würden Sie sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will mal wieder, wo findet man das ungefähr? Da würde ich am allerliebsten wir haben eine App auch nennen, die Kodak Professional Film App. Ganz interessante App, die zum einen darauf fokussiert ist, zu zeigen, wo kriege ich heute Film, wo kann ich es entwickeln lassen. Weil ich meine, das sind so die Hauptprobleme mitunter. Ich meine, gut, im Internet findet man überall Adressen, aber wo finde ich den Partner um die Ecke, der irgendwie auch dazu gehört, wenn man fotografiert, dass man zu seinem bevorzugten Partner gehen kann. Da haben wir diese App, die das aufzeigt und wo kriege ich es entwickelt. Natürlich, wo kriege ich auch anständige Prints. Zum anderen ist es aber auch, gerade auf das Thema Dunkelkammer zurückzugehen, da ist auch ein Filmentwicklungstool mit dabei.
Das ist ganz spannend, das voreingestellte Vorgaben hat auf der Basis von unseren, für unsere Filme, wie wir es optimal sehen. Man kann das aber auch individuell einstellen. Ja, gerade Tri-X ist ja der Film, da wo wirklich, also von bis. Von bis. Ja, super. Also gute Nachrichten darf man das, glaube ich, nennen, dass es weitergeht. Dass ihr auch nochmal gucken solltet im Keller, der die ein oder andere Dunkelkammerausrüstung, die man wieder hervorholen kann. Die Schätze an analogen Kameras, die draußen sind, kriegen weiterhin Futter. Ja. Und da steht's. Ist das für mich? Dürfen Sie gerne behalten, ja? Obwohl. Ja, Zuschauer. Ich würde sagen, ich kann das sowieso nicht wegfotografieren. Also die Hälfte von denen, das ist einmal der Ektar 100, einmal der 400 Tri-X. Die Leute, die Kommentare schreiben, die ersten, ja, gebe ich 4 von jedem oder 6 von jedem? Ich gebe 6 von jedem ab. Schreibt Kommentare und wer den haben will, kriegt jeweils eine Rolle. Danke, dass Sie da Super. Waren. Sehr gern, hat Bitte mich gefreut. Bitte weiter so. Dass wir weiterhin versorgt werden und es macht Freude zu sehen, dass das eine nachhaltige Zukunft offenbar gibt und dass wir nicht demnächst sagen müssen, ja, es gab mal analog, aber nicht mehr. Hoffentlich nicht, nein. Vielen Dank, viel Erfolg dabei. Ich danke. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und analog ist die Zukunft. Tschüss. Tschüss.